Αμέσως καταθέσαμε τις αντιπροτάσεις μας, ζητώντας βιώσιμη λύση και εξ αυτού του λόγου συνεκλήθη εκτάκτο χθες το Eurogroup, το οποίο και θα συζητήσει νέο σήμερα το απόγευμα. Αν υπάρξει θετική κατάληξη, θα ανταποκριθούμε άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει στο τραπέζι, θα παραμείνει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μέχρι το τέλος. Die Regierung wird auch nach dem Referendum am Montag dort am Verhandlungstisch sitzen, zu besseren Bedingungen natürlich für die griechische Seite, weil natürlich der Wille des Volkes ist wichtiger als der Wille des Volkes. Und eine Entscheidung demokratisch zu treffen, das ist der Kern, was die Europäische Union ausgemacht. In vielen Phasen der Geschichte haben die Völker demokratisch über alles entschieden. Damals wurde das Gleiche in Frankreich durch Referendum entschieden. Über ein Referendum, das Gleiche hat das Volk in Irland entschieden und hierdurch hat Irland bessere Gegenvorschläge bekommen von der Europäischen Union. Leider in Griechenland ist das nicht so verlaufen. Schade, dass die Europäische Union dem griechischen Volk nicht die selbstverständliche Möglichkeit gegeben hat, souverän zu entscheiden. Die haben versucht, uns zu ersticken, damit die Banken erstickt werden und damit über die Regierung letzten Endes der griechische Bürger erstickt wird. Es ist inakzeptabel in der Europäischen Union, dass es zu so einer Schande kommt, dass die Banken geschlossen werden, nur aus dem einfachen Grund, weil die Regierung sich dafür ausgesprochen hat, dass es zu einem Referendum kommt, damit das Volk entscheidet. Φρόντισε και εξασφάλισε η σύνταξή τους να καταβληθεί κανονικά στους λογαριασμούς. Trotz allem, meine Regierung hat dafür gesorgt, dass die Rentner pünktlich ihre Renten ausgezahlt bekommen. Trotz der Stickung der finanziellen Unterstützung, der wir ausgesetzt sind. Για να προστατεύσουμε το δικαίωμά σας σε μια αξιοπρεπή σύνταξη. Wir kämpfen gerade aus diesem Grunde für das griechische Volk die ganze Zeit. Um die Rechte auch der Rentner und überhaupt des Volkes durchzusetzen. Die Eurozone wollte, dass wir die Renten massiv abkürzen. Deshalb haben wir Nein gesagt. Griechenland hat man ein Ultimatum gestellt. Und dabei ist nichts vorausgesehen worden für die Schulden, für den Schuldenschnitt oder wie es damit weitergeht. Wir dagegen behaupten, dass in einem demokratischen System immer Lösungen gibt. Wir wollen deshalb den Zorn-Sirenen die Ohren zu halten. Die können nicht von uns verlangen, dass wir ständig nur Ja zu den Vorschlägen der Eurozone sagen. Wir haben das Recht, selber zu entscheiden, durch ein Volksentscheid. Es ist mit dem Parlament vorbei, so wie es früher war, wo man nur Ja sagen sollte. Nein, ist das nicht nur eine Parole. Gleich nach dem Referendum und unter Berücksichtigung der Referendumsentscheidung sind wir bereit, Verhandlungen zu führen und positive Lösungen zu unterzeichnen. Nein bedeutet ein starker Druckmittel, damit man seine Ziele durchsetzt. So kann man die griechische Wirtschaft auch in den Aufschwung führen.
Nein im Referendum bedeutet auch, dass eine sozial gerechte Lösung herbeigeführt wird, dass die Lasten nicht nur die Schwachen führen, sondern vor allem die Reichen. Wir bezwecken eine Entscheidung, wo die Reformen vorgesehen sind und gleichzeitig die Menschenkrise, die zurzeit in Griechenland herrscht, aufgehoben ist. Leider ist es so, dass in unserem Lande für längere Zeit Politiken angewandt wurden, die zu der heutigen Katastrophe geführt haben. Griechen, ich möchte, mir ist bewusst, in welche Krise wir stecken. Und gerade aus diesem Grunde gehe ich so vor, damit ich ein besseres Ergebnis erreiche. Viele sogar behaupten, dass ich versuchen werde, Griechenland aus der Eurozone rauszunehmen. Das stimmt nicht. Wer sowas über mich behauptet, der bietet keine guten Dienste an, weder für mich, noch für Griechenland, noch für die Europäische Union. Vergessen Sie bitte nicht, dass auch ich vor kurzem mich kandidiert hatte für den Vorsitz der Europäischen Kommission. Und schon damals hatte ich behauptet, dass das Programm, so wie es in Griechenland angewandt wurde, zum Scheitern verurteilt war. Im Januar 2015 hat das Volk mich gewählt und das, was ich damals vorgetragen hatte, hierdurch bestätigt. Die Europäer wollen dies aber nicht wahrhaben. Diejenigen Europa, die nicht an Absolutismus denken, keine demokratischen Verhältnisse haben wollen, die haben keinen Traum für Europa. Die darf man nicht als Europäer bezeichnen, weil sie nicht wie Europäer denken. Und auf der anderen Seite haben wir die Politiker hier in Griechenland, die Griechenland zu Bankrott geführt hat. Und die versuchen jetzt alles auf uns zu schieben, weil wir die einzige Regierung sind, die versuchen, die versucht, wieder alles vorwärts zu bringen. Sie haben sogar einen Ministerpräsidenten eingesetzt für eine kurze Zeit, damit ihre Ziele durchsetzen. Jetzt, weil wir ein Referendum durchführen wollen, bezeichnen Sie wiederum dieselben Politiker dieses Referendum als einen Putsch. Liebe Griechen, ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit bei Ihnen, dass Sie so ruhig und friedlich bleiben, und ich möchte Ihnen versichern, diese Situation ist vorläufig. Die Renten und Gehälter sind sicher. Das Bankguthaben derjenigen Bürger, die sich entschieden haben, dieses Guthaben in den griechischen Banken zu lassen und nicht abzuheben, wird das nicht verloren gehen. Das gewähre ich Ihnen. Ich garantiere eine demokratische Lösung. Gleichzeitig aber fordere ich Sie auf, dass Sie zu diesen europäischen Rezepten, die Europa im Endeffekt kaputt machen, Nein zu sagen. Ich möchte Sie bitten, durch Ihr Nein dafür zu entscheiden, dass wir eine tragfähige Entscheidung bekommen und eine bessere Vereinbarung uns angeboten wird. Wir sind unseren Eltern und unseren Kindern und auch uns selbst schuldig. Ich